50k-Leitung rippt dein Leben. Oh, wir müssen gar nicht kopieren. Ehre. Glückwunsch, als Abonnent von PlayStation Plus erhältst du exklusive Skins für Gibraltar und Bloodhound. Aber das ist nicht alles. Dich erwarten zusätzlich diese coolen Waffenskins für die Flatline und die R45. Ja, das sind ja meine Lieblingswaffen. Flatline und R45. Immer her mit den Skins für die geilen Waffen. Passiv, schnelle Heilung. Solange Octane keinen Schaden erleidet, regeneriert er mit der Zeit Gesundheit. Bewege dich 6 Sekunden lang 30% schneller, kostet Gesundheit. Abschwächung von Verlangsamung, solange aktiv. Was? Bewege dich schneller, kostet Gesundheit, okay. Ultimativ, platzierbare Sprungkissen, das Nutzer durch die Luft katapultiert. Das ist Pike aus LOL. Ja, soll es eine Frau sein, Digga? Digga, hat der Titten oder ist das ein Mann? Ich will eigentlich vom Mann nicht den Bauch sehen auf Full-Homo-Basis. Aber wir bleiben dabei, Livestream. Also ich hätte mir den Battle Pass jetzt schon geholt. Aber ich bleib glaub dabei, dass ich bei Apex nichts ausgebe. Weil EA. Und wenn die mir den Battle Pass zur Verfügung stellen, dann machen wir das. Aha! Besser ist das auch. Danke für den Code. Hier, du Wichser, du lügst. Ich habe ihn gerade eingegeben. Ihr seid solche kleinen Trolls über Livestream. Ihr könnt ihn nicht schneller eingeben wie ich. Freischalten mit 950. Geschafft! Nice! Battle Pass Stufe 1. Digga, was sind das für Schmutzskins am Anfang? Wollt ihr mich ficken? Da lacht sich ja Fortnite drüber kaputt, Digga. Bei Fortnite gibt's am Anfang immer richtig die geilen Skins. Und bei Apex kriegst du irgendwie so, ein paar Armee-Skins für Arme, Digga. Guckt euch mal die Schmutzskins an. Digga, wollt die mich verarschen? Digga. Da waren ja richtig die Praktikanten am Werk, Alter. Verdammt, Juhi. Jetzt schauen wir uns erstmal das Zeug an. Was ist denn das? Ach, hier. Ah, natürlich im Battle Pass erstmal ein paar Packs reinmachen auf Ehre. Ah, das ist natürlich cool. Ach ja, wie leveln wir denn das jetzt eigentlich, Livestream? Einfach mit EP? Battle Pass Info. Wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, ich habe mich gar nicht spoilern lassen, Livestream. Ich habe da überhaupt keinen Plan. Aber ich lese jetzt erstmal. Absolviere Spiele, um deinen Battle Pass zu verbessern. Je mehr EP du sammelst, desto schneller steigst du auf. Nee, wirklich! Je mehr EP ich krieg, desto schneller steige ich auf. Ich dachte, je mehr ich spiele, desto langsamer level ich. Dachte, ich muss ein Spiel am Tag machen und level dann automatisch weiter, weil ich nicht spiele. Meine Fresse. Erreiche höhere Stufen, um gratis Belohnungen zu halten. Gratis? Ich habe den grad bezahlt. Was für gratis? Erhalte auf jeder Stufe Belohnungen durch den Kauf des Premium Passes. Ah! Da sind wir beim Thema. Du kannst den Battle Pass während der Season jederzeit kaufen, um alle Belohnungen bis zu deiner aktuellen Stufe freizuhalten. Schalten logischerweise so wie bei Fortnite. Es gibt einen Free Pass, was ich korrekt finde, ne? Die müssen ja rein theoretisch in einem Free-to-Play-Game nicht mal einen Free Pass reinmachen. Da muss man auch mal korrekt bleiben. Und auch, dass man durch das Leveln Free Packs bekommen hat, fand ich auch persönlich korrekt, weil ich habe für meine Lifeline einen goldenen, also einen legendären Skin, glaube ich, gezogen, den ich auch immer spiele, mit Packs, die ich mir erspielt habe. Das hätten sie auch nicht machen müssen, weil bei Fortnite muss man alles bezahlen. Alles, also das ist auf jeden Fall korrekt. So, Premium-Belohnungen. Premium-Pass schaltet sofort 3 seltene Charakter-Skins frei. Livestream. 3 seltene. Haben die sich da verschrieben? Meinten die 3 Schmutz-Charakter-Skins oder so? Also für mich sahen die irgendwie wack aus. Erhalte auf jeder Stufe exklusive Belohnungen. Wir sind ja hier auch alle exklusiv unterwegs. Mehr als 100 Belohnungen wie Skins, Bemerkungen, Fährtenleser, Apex Packs, Premium Währung und auf Maximalstufe die 3-stufigen legendären Havoc Skins. Also gut, also müssen wir einfach zocken. Das sieht geil aus. Die Stufe, ja. Ich krieg ein Abzeichen, um zu zeigen, dass ich beim Battle Pass Stufe 35 bin. Wenn ich mir das einfach jetzt kaufen könnte, dann kann ich mir einfach reinmachen, hallo, ich bin Hurensohn, der sich den Scheiß hochgekauft hat, ich bin schon Stufe 35. Hä? Seid ihr dicht oder was? Hochgradig besoffen, Alter.
Warum sind hier Mosambik-Skins drinne? Wollen die mich ficken oder was? Mach die scheiß Skins raus aus der fucking Mosambik, Mann. Heilige Scheiße, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Mann. Boah, das ist geil. Ein goldenes Apex-Pack. Wahrscheinlichkeit für mindestens ein legendäres Objekt. 100%. 100%. Was, die ist OP? Die Mosambik? Ja, okay, Entschuldigung. Dann bin ich einfach zu schlecht mit der Mosambik. Ich überlege gerade in meiner Verwandtschaft, wie jung meine Neffen und so sind. Aber ich glaube, meine 5-jährige Cousine würde den Skin besser hinkriegen mit scheiß Paint, wenn ich ihr das erkläre. 2 Minuten würde ich ihr das erklären, Digga. Und die würde mir einen besseren Skin zaubern für die Spitfire. Verdammt, johe, Alter. Wollen die mich ficken? Ist okay. Ich meine, die Havoc-Skins, die sind schon ganz geil. Aber ansonsten kann ich jetzt nicht wirklich was Krasses entdecken. Oder schreibt mal in Chat hier, Livestream, habt ihr da jetzt irgendwas Krasses entdeckt? Ich meine, wir kriegen einen lilanen und einen goldenen Roboter, also haben wir wenigstens ein lilanes und ein goldenes Objekt safe. Wir kriegen wieder ein paar Münzen, können uns eine Tarnung vielleicht im Shop kaufen oder einen Skin, je nachdem wie viele Münzen hier zusammenkommen. Können wir ja gleich mal überschlagen. 50 Münzen, 100, 150, 200 Münzen, 1000 Münzen. Man kriegt die 1000 Münzen 1:1 wieder raus. Was kriegt man für 1000 Münzen im Store? Gar nichts! Aber okay, man kann Packs ziehen. Man kann Packs ziehen für die Münzen. Aber jetzt sich einen Skin direkt kaufen kann man nicht. Für die Waffen, die kosten 1800. Aber man könnte 10 Packs ziehen. Mit den Münzen, die man im Battle Pass sich erfarmt. Mühselig und qualvoll. Aber ist okay. Oder man behält sie für die nächste Season, so wie bei Fortnite. Finde ich absolut okay. Für die Leute, die nicht so viel Kohle haben, einen Zehner ausgeben, hochspielen. Man muss halt dann auch viel spielen, den Battle Pass hochspielen. Und dann nächste Season kann man sie sich wiederholen, for free. Auch wenn man, glaube ich, niemals so lange warten kann, das einzulösen. Aber das finde ich wirklich okay, Livestream. Das finde ich absolut korrekt, dass wir das auch wie in Fortnite machen. Moin. Den würde ich wahrscheinlich als Mann auch nicht spielen. Derbe Färber, das ist ein Skin für Monte, der mag ja immer so verschiedene Farben. Unterbrecher, ja, für einen blauen, okay. Nochmal so einer von 0 auf 100. Naja, Rennstreifen, würde ich nicht mal nehmen, wenn ich besoffen bin. Lootlinie, okay. Würde ich nicht mal nehmen, wenn ich bekifft bin. Den würde ich nicht mal nehmen, wenn ich abgestochen werde, wenn ich ihn nicht nehmen würde. Den genauso. Wie eine Maya-Skin, Kappa. Das ist einfach nur eine Schlammpfütze auf Beinen. Was ist denn das, Digga? Vulkanisch. Ah, Bruder muss groß. Erste Geige. Der soll blau sein! Wahrscheinlich, Digga. Ach ja, wisst ihr, was mir auffällt, Livestream? In dem Pass gibt's ja gar keinen... Weißt schon, hier diese blauen Dinger. Herstellmaterialien, oder? Bin ich doof? Digga, hätten sie ruhig mal ein paar Herstellmaterialien reinmachen können auf Ehre. Weil ich will mir von der Lifeline, will ich mir unbedingt den Finisher holen. Der ist so geil, Mann. Der ist so Hammer. Ich will den Finisher. Aber ich will keine Packs ziehen. 1200. So. Kann ich jetzt immer nur noch zu dritt spielen, oder? Gibt's keinen Solo- oder Duo-Modus. Haben die nicht mal Duo reingebracht, lieber Livestream-Chat? Kann ich nicht mal aufmachen? Muss ich jetzt immer noch, wenn ich alleine bin, muss ich jetzt immer noch alleine mit Randoms spielen. Immer noch. Dann haben die Spielerzahlen erhöht oder so. Hochgradig schwach finde ich das. Aber nur meine bescheidene Meinung. Lol, 29.500 EP? What? Ich brauche für ein normales Spielerlevel 18.000 EP. Achso, aber hier gibt's mehr EP. Okay. Erhaltene Match-EP. Digga. Die meinst du ja richtig ernst hier mit dem Stufen. Juch. Glaube ich zieh durch, Digga. Eigentlich habe ich gerade nicht mehr Bock, so weiter zu zocken. Ja, wollt ihr sonst die zweite oder was? Nee, Digga, darum geht's gar nicht. Geht einfach darum, dass halt wieder... Ist halt das gleiche wie... Du bist enttäuscht. Ja, das ist halt... Ja.
Ich habe jetzt den Battle Pass zum Hochzocken und das war's. Ich habe nicht mal einen krassen Skin, worauf ich mich freuen kann, so. Was weiß ich, Stufe 50, irgendein Lifeline-Skin, so, weißt du? Ja, nix. Stufe 100. Also der Battle Pass, Bruder. Ich will jetzt nicht rumflamen, Apex ist ein geiles Spiel-Livestream, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber da ist sogar der Blackout-Skin in Black Ops 4. Der fucking Battle Pass, habe ich Skin gesagt? Ja, da ist sogar der Black Pass oder wie auch immer heißt, Schwarzmarkt-Pass in Black Ops 4 ist besser. Oder, was sagt ihr? Also der ist wirklich... Ich will jetzt nicht sagen, der ist gut. Ein bisschen fehlt was. Also, nee, nicht nur ein bisschen. Also eigentlich wirklich Livestream. Apex ist ein Hammer-Game und ich werde das sowieso weiter zocken und streamen. Sogar der Blackout-Skin in Black Ops 4. Der fucking Battle Pass, habe ich Skin gesagt? Ja, da ist sogar der Black. Der Black Pass oder wie auch immer heißt, Schwarzmarkt-Pass in Black Ops 4 ist besser. Oder, was sagt ihr? Also der ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen, der ist gut. Ein bisschen fehlt was. Also, nee, nicht nur ein bisschen. Also eigentlich wirklich Livestream. Apex ist ein Hammer-Game und ich werde das sowieso weiter zocken und streamen, weil es mir extrem Laune macht. Aber eigentlich, der Battle Pass, ich finde den wirklich hart Schmutz, muss ich sagen.